Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Steinhellsammler mit meiner letzten Folge von Achaten aus Marokko. Vorerst, ich weiß nicht, ob ich nochmal an günstig an ordentlich schöne Stücke rankomme. Ich habe jetzt doch ein paar mehr. Ich habe jetzt tatsächlich 10 Stück. Ich hatte nämlich noch einen übersehen gehabt, weil eigentlich hatten ich beim letzten Mal gesagt, dass ich noch 18 Stück hatte, aber es sind wohl doch 19 gewesen. Der eine hat sich ein bisschen versteckt. Und ja, es sind wieder vielversprechende Stücke dabei. Sehr vielversprechend ist hier der hier. Da hoffe ich mal, dass der ordentlich sein wird. Der hat hier nämlich auch einen Riss. Ich hoffe, der geht nicht ganz durch, dass ich den hier an der Stelle so schön wegschneiden kann. Dann hier ist auch schon oben abgebrochen. Der wird vielleicht auch sehr schön werden. Ich hoffe, dass der auch so orange bleiben wird. Hier unten ist auch wieder eine Bruchstelle. Ja, hier, da befürchte ich, dass sehr viel Muttergestein dabei ist. Da muss ich mal gucken. Hier hat er noch eine Stelle. Das heißt, ich werde dann hier so und ungefähr so schneiden. Hier habe ich noch einen mit einer kleinen Druse und mit einem richtig tollen Riss drinne. Hier ist auch nochmal ein Riss. Das heißt also, von der Druse wird wahrscheinlich, wenn ich ihn geschnitten habe, gar nicht mehr viel über sein. Und jo, halt so weiter. Dann würde ich sagen, fange ich mal mit der Druse auch an. Und hoffe, dass es einigermaßen gut geht, dass er stabil ist. Ja, er ist nicht stabil. Schade. Sehr schade. Die zwei kommen in die Trommel. Da ist auch so viel kaputt. Der kommt komplett in die Trommel. So. Hier nur Chalcedon. Hier schön gebändert. Die Frage, wie tief geht's rein? Ich hatte ja beim letzten Mal schon das Riesenglück gehabt, dass ich einen schönen Stein hatte und dann schneide ich ihn auf und das Schöne war nur an einer kurzen Seite oder an einer relativ schmalen Stelle und von denen war dann im Stein gar nichts mehr zu sehen. Deswegen werde ich jetzt auch nicht zu tief reinschneiden.
so. Ja, sehr schön. Oh, wie cool. Eine halbe Truse, halb mit Quarz gefüllt. Ein Äuglein. Gelb dabei, leicht orange dabei, rot dabei, weiß dabei, gebändert dabei und durchsichtig. Das ist doch ein schönes Stück. Sehr schön. Wow. Und ging doch rein, weiter rein als gedacht. Wobei, na doch, ich glaube, ich habe ganz gut geschnitten. Ich glaube, so viel weiter hätte ich nicht reingehen dürfen. Supi. Schon mal ein schöner Erfolg. Sieht aber auch leicht brüchig aus. Hier könnte ein Riss sein. Kann ich schlecht sagen. Also, gehalten hat er schon mal gut. Jetzt hoffe ich, dass er rissfrei ist. Jo, woher kennen wir das? Schon wieder. Krass. Jo, Subi. Okay, jo. Ist aber in der Hand. Man sieht hier auch einen Riss, aber ich sehe nicht, ob der Riss so rum oder so rum geht. Mal gucken.
Klein bisschen weggebrochen. Aber nicht viel. Hier sieht man schon eine schöne orangene Bänderung. Dann hoffen wir mal. Mit Quarz und sehr schön fein gebändert. Ja, muss ich mal ordentlich putzen. Sehr schön. Gefällt mir. Gefällt mir. So. Den machen wir als letztes. Dann haben wir noch den, den. Nehmen wir nochmal Orange. Kräftiges Orange. Sieht auch sehr rissig alles aus. Na, bei dem überlege ich nochmal. Nimm mal den jetzt als erstes. Ich gehe davon aus, dass das hier in der Richtung alles nur Muttergestein ist. Weil es sieht so aus, als ob das hier der Achat sei. Und das nur Beistein. Oh ja, genau da ist ein Riss, genau da, wo er gebrochen ist. Ja, genau da ist er. Schade, aber zumindest eine schöne Seite. Mit sogar einer kleinen Druse. Winzig klein. Jo, schade. Ich glaube, kleben eher weniger. Ich vermute, es ist sinnvoller, sogar hier nochmal zu schneiden. Jo, und ein Stückchen für die Trommel.
Ja. Nee. Ui, der ist auch schön. Der ist auch schön. Sehr schön. Subi. Dann versuchen wir es jetzt mal bei dem hier. Da haben wir auch wieder einen Riss. Und da haben wir einen Riss. Der geht so, das heißt, da sind zwei Punkte, dazwischen muss ich schneiden. Ich hab's schon mal gesagt, aber ich sag's gern nochmal. Wenn ihr jetzt mal genau auf meine Daumen achtet, die sind so richtig weiß durchs Pressen. Ich sehe mir jetzt auch noch so ein bisschen am Fingernagel. Ich presse das nämlich wirklich, wenn ich jetzt ein Rad dazwischen habe. Ich presse hier oben zusammen. Nicht, weil ich so fest runterdrücke, sondern einfach, wenn ich ihn hier oben gut fest drücke, dann ist die Gefahr, dass er mir wegflutscht, geringer. Man kann auch theoretisch hier hinten gut festhalten, dass man dann, keine Ahnung, so sägt und dann hier hinten kräftig hält. Aber das geht einmal sehr zu Lasten der Fingernägel. Hier sieht man schon, der ist jetzt zwar vom Schleifen glatt, aber der hat nicht mehr die runde Form, sondern der hat eine glatte Kante hier. Ja, wenn ihr mit dem Fingernagel an der Blatt seid, habt ihr das mit der Zeit auch.
Und natürlich, wenn ihr jetzt zusammenpresst, logischerweise immer an der Stelle, immer an der Stelle, wo der Stein noch zusammen ist. Wenn ich jetzt hier unten presse, dann macht es einmal Klick und er ist kaputt. Das heißt, immer an der Stelle pressen, wo der Stein noch zusammen ist. Und wenn es dann ans Ende geht, dann mache ich das auch nicht mehr. Dann presse ich mit den beiden bis kurz vorm Ende und dann lasse ich auch locker. So, bin jetzt mal gespannt. Wow. Der sieht ja toll aus. Das Weiße sind wirklich mikroskopisch kleine Bänderungen. Sieht der cool aus. Hier sieht man zwei Risse, auf dem Gott sei Dank gar nicht, der ist rissfrei. Und hier sieht man noch zwei Risse, da und da. Wobei, nee, ich nehme es zurück, das eine ist hier die Schneidekante vom Neuansetzen, aber hier ist ein Riss. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Super. Super. Hier wachsende Risse. Die sind aber wirklich verwachsen. Das sieht man schon. Okay, schade, da ist auch was abgeplatzt. Das ist jetzt doof. So. Krass, der hat total viele Risse drin. Da. Oh Mann. Aber wie gesagt, sind verwachsen. Aber davon mal abgesehen, gefällt er mir. Thank you.
Ich muss mal kurz Pause machen und meinen Eimer wechseln. So, ich fange mein Sägewasser nämlich komplett auf und habe ein Drei-Eimer-System. Ein Eimer steht im anderen drinne. Und wenn der eine voll ist, dann tue ich ihn einfach rausziehen und habe dann den anderen. Und wenn dann der zweite Eimer auch voll ist, dann läuft er über. Und der steht so leicht schräg und da, wo er überläuft, unten drunter steht ein dritter Eimer. Und das langt eigentlich. Da kann man schon gut lange mit sägen. Ich drehe mal das Wasser noch ein bisschen auf, weil irgendwie wird es auf einmal zu wenig. Das ist bei meinem Wassersystem leider ein bisschen doof. Auch wenn das Wasser direkt aus der Leitung kommt, wird es mit der Zeit immer weniger. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und dann kann es mal schnell passieren, dass man es gar nicht mitkriegt, dass es dann zu wenig Wasser wurde. Das merkt man dann erst, wenn das Sägeblatt sich wirklich sehr schwer tut. Und das war jetzt gerade der Fall. Super. Den habe ich eben mit dem Finger abgebrochen. Wie habe ich das denn hingekriegt? Dann ist er ja auch sehr brüchig wahrscheinlich. Jo. Sonnenuntergang mit Wolken davor. Auch schön. Auch schön. Nicht schlecht. So, das war der vorletzte. Einen haben wir noch. So, der letzte. Ich hoffe, der ist rissfrei. Das wäre echt schade sonst.
Okay. Auch eine Möglichkeit, weil ich glaube, auch mein Sägeblatt ist mittlerweile ziemlich abgenudelt. Ja, da die ist auch schon mittlerweile ziemlich abgenudelt. Ja, ist auch ganz glatt. Glatt sollte es sich nicht anfühlen. Naja, eine Möglichkeit, wenn ihr das Gefühl habt, okay, gut, momentan könnte alles relativ schnell brechen, weil irgendwie Sägeblatt nicht so in Ordnung ist, dann ist eine gute Möglichkeit, wenn ihr einmal drumherum sägt, dann habt ihr nämlich das, was am ehesten abbricht, so eine Außenhaut, die habt ihr dann nämlich durch und dann müsst ihr nur noch, oh schön, müsst ihr nur noch das, was im Inneren ist, durchsägen und in den seltensten Fällen, also nur wenn ein Stein wirklich bröselig ist, in den seltensten Fällen geht er dann kaputt. Sehr schön. Auch sehr schön. Hat zwar auch leicht schon Risse drin. Das heißt, den müssten wir auch erst stabilisieren, bevor wir den schleifen. Aber sehr schön. Da sah er blass aus. Und hier ist er rot. Das ist mal cool. Gefällt mir. Wobei, was man. Die weißen Linien sieht man relativ stark. Und hier drin kommen sie fast gar nicht raus. So ganz schwach. Ja, sehr schön. Wie gesagt, von den kleinen Achaten aus Marokko ist vorerst das letzte Mal, dass ich welche hatte. Ich weiß nicht, ob ich nochmal welche nachbestellen will oder ob ich nochmal so günstig an Ware rankomme, weil die waren halt wirklich extremst günstig. Freundschaft, Freundschaft, Freundschaftspreis. Jo, sowas kriege ich so schnell nicht wieder. Ja, wie gesagt, das war dann erstmal die letzte. Ich habe noch ein bisschen Bandachat. Ich weiß nicht, ob ich das zwischendrin zeigen möchte. Oder ob ich das jetzt zum Ende dran setze. Das weiß ich noch nicht. Okay, ihr Lieben, das war der Steineisammler. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Abo da und einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, wenn ihr irgendwas zu bemängeln habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich lese mir jeden Kommentar durch. Noch habe ich ja nicht so viele Abonnenten, da kann man das ja problemlos machen. Die dann ein paar tausend Abonnenten haben oder vielleicht sogar in die Millionen gehen, die machen das wahrscheinlich nicht mehr. Ich glaube, da werden die mehr mit Lesen beschäftigt als mit allem anderen. Okay, ihr Lieben, das war der Steineisammler. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.